heutigen Video haben wir die Möglichkeit, Blöcke durchzuschneiden, um so an mega coole und verrückte Custom-Items ranzukommen. Let's go! Joho, Leute, ihr habt gerade eben richtig gehört, im heutigen Video können wir verschiedene Blöcke aufschneiden und so an sehr spezielle Items rankommen. Ja, ich habe so ein Gefühl, diese Challenges hier werden immer verrückter. Unser Spawn ist sehr interessant. Hier sind irgendwie lauter fliegende Inseln, komische Weltengeneration und schaut mal, da hinten habe ich ein Rune Portal gesehen. Das wollen wir gleich hier direkt einmal plündern gehen. Allerdings zuerst werden natürlich direkt einmal die Standard-Tools rangeholt. Bop, 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 bop. So, das sieht doch gut aus. Um jetzt Blöcke aufschneiden zu können, brauchen wir erstmal ein ganz spezielles Blockmesser. Und um das zu craften, brauchen wir ein Eisen. Hört sich eigentlich nicht wirklich kompliziert an. Ich hoffe, dass wir das einfach hier drin haben. Jawohl, 14 Iron Nuggets, perfekt. Dazu noch eine Goldschaufel mit Effizienz 5. Okay, nehmen wir auch mal mit. Eine Goldrüstung. So, auf jeden Fall, den Eisenbarren hätten wir. Nun braucht man außerdem noch einen Smoothstone. Dafür machen wir wiederum einmal hier einen Ofen und schmelzen das Cobblestone durch. Genau, den müssen wir jetzt, glaube ich, noch ein zweites Mal reintun. Perfekt, da haben wir ihn. Und wenn wir diese beiden Items mit einem Stock nun so anordnen, zack, dann haben wir auch hier schon ein sehr kleines Messer, mit dem wir Blöcke aufschneiden können. Ist übrigens perfekt, dass wir hier an einem Strand sind, weil ein möglicher Block ist nämlich Glas. So, und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also, wir nehmen das Messer in die Hand und rechtsklicken. Oh mein Gott. Wir haben einfach einen Block in der Mitte durchgeschnitten und da ist direkt das erste Custom-Item rausgekommen. Eine Glaskeule. Huiuiui. Okay, in der Hand sieht sie auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Wenn wir damit einen Mob hitten, bekommt es Schaden über Zeit. Und wenn wir rechts klicken, können wir einen Glasball schießen. Huch, der alles zu Glas verwandelt, wo er einschlägt. Nicht schlecht, das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Wäre natürlich mega praktisch zum X-Rayen in der Höhle, aber es macht auch einfach Spaß, hier die ganzen Bäume durchsichtig zu machen. Ich meine, Leute, habt ihr schon mal sowas gesehen? Einen Wald aus Glas? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, das war hier Item Nummer 1. Ich würde das Ganze jetzt gerne nochmal an Mobs testen. Zum Beispiel nämlich bei diesem Schaf hier. Zack, wir hitten es einmal. Okay, das ist direkt gewone-shottet. So können wir die Zweitfähigkeit natürlich nicht testen. Ja, komm, was soll's. Wir machen uns einmal auf in die Höhle. Da können wir dann auch schön ein bisschen nach Eisen x-rayen. Hier scheint auch schon eine gute zu sein. Jawohl. So, und jetzt kommt schön her. Wir hitten den Kollegen hier einmal. Ja, tatsächlich. Und er bekommt die ganze Zeit Damage. Bam, ist gestorben. Wir machen das Ganze nochmal hier beim Zombie. Zack, 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 zack. Echt stark eigentlich. Vor allen Dingen praktisch halt bei Creepern. Wir könnten die jetzt einmal hitten und nun müssen wir einfach ein bisschen abwarten. Und dann gehen die einfach nach einer Zeit down, ohne dass wir uns irgendwie in Gefahr bringen müssen. Der Damage ist auch nicht schlecht. Wir können bis jetzt jedes Mob damit mehr oder weniger one-shotten. Das Ganze hat gut funktioniert. Das Ding gefällt mir auf jeden Fall. Und nun, wie gesagt, möchte ich hier nochmal fleißig Eisen suchen. Ja, da unten haben wir schon ein Vorkommen. Und dann würde ich sagen, ich hole mir ganz schnell einmal eine volle Rüstung ran. Ey, Leute, das ist doch nicht normal. Schaut euch das mal an. Hier ist ja alles voll. Da sieht man mal, wie viel Eisen man eigentlich ganz knapp übersieht, wenn man nicht so ein krasses Item hätte. So, jetzt gönnen wir uns hier aber einmal ein komplettes Set. Dann dazu noch einen Eimer und ein Schild. Warum nicht? Und ich würde sagen, damit ist das hier auf jeden Fall ein guter Start. Wir sind nice equipped und schnipsen uns einmal wieder zurück an die Oberfläche. Katsching. So, und hier haben wir gerade Nacht und sogar, ich glaube, ein Vollmond. Das ist mega, mega gut, Leute. Weil den nächsten Block, den wir aufschneiden können, ist ein Slime-Block. Und wir sind hier auch tatsächlich direkt bei einem Sumpf gespawnt. Eigentlich sollten hier jetzt welche von den Kollegen spawnen. Komm schon, wir haben nicht ewig Zeit. Der Mond ist da schon langsam am Untergehen. Oh mein Gott, da hinten habe ich doch gerade irgendwo einen rumhüpfen sehen. Hä? Wo ist er hin? Ich höre ihn auf jeden Fall. Bist du hier unten? Ja, da ist der Kollege. Kommt schon, meine Freunde. Bitte droppt mir hier einfach einmal 9 Slime-Bälle. Das sieht sehr gut aus bis jetzt. Jawohl, mehr als genug geben. Die 22. Puh, dann hat das gerade nochmal so geklappt mit der Zeit. Okay, und jetzt aber der interessante Part. Wir platzieren den Schleimblock, zücken das Messer und ka-ching! Das ist jetzt einfach nur nochmal ein normaler Slimeblock rausgekommen, aber wir gehen auf eine zweite Runde. Zack, schon wieder. Komm schon, ich will hier das Custom-Item haben. Gib's mir bitte. Ey, das kann doch nicht sein. Ich habe so ein Gefühl, wir hatten ein bisschen Glück, dass es beim Glasblock direkt beim ersten Mal geklappt hat. Let's go. Aber da ist es. Eine interessante, gelbe, durchsichtige Spitzhacke. Die Acid Pickaxe. Okay, wir testen
testen sie natürlich direkt. Was passiert, wenn ich einfach nur einen Block abbaue? Huch, bitte, was? Dann löst sich hier einfach alles drumherum auf. Ey, sehr interessant, aber auch ein bisschen gefährlich. Die darf man nicht im Nether verwenden, sonst geht der Boden unter einem einfach weg. Und nun hat das aber noch eine zweite Fähigkeit. Die mache ich hier einmal in den Berg hinein. Zack! Und das Ding wird nach vorne geworfen und zerstört alles, was ihm in den Weg kommt. So, Leute, und wir haben jetzt schon zwei sehr coole Items zusammen, aber ihr seht es in meiner Hotbar, ich habe kaum Herzen und nichts zu essen. Deswegen, da kümmere ich mich hier jetzt auch ganz schnell zwischendurch einmal drum. Oh, und apropos Essen, mir fällt gerade auf, dass der nächste Block auf meiner Liste der Heublock zum Aufschneiden ist. Dementsprechend, ich habe keine Lust mehr hier irgendwie ein Weizenfeld anzupflanzen. Deswegen, wir gehen einmal auf die Suche nach einem Dorf. Wartet mal, Leute, und das ging jetzt wirklich sehr schnell. Da hinten ist eins, hä? Und das ist sogar verlassen. Also ist natürlich immer cool, wenn man das findet. Moin, Kollege, was geht? Aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen mit Villagern traden. Naja, das hat sich damit wohl erledigt. Aber wir schnappen uns auf jeden Fall hier so einen Heublock und auf geht es. Er wird in der Mitte durchgeschnitten. Katsching. Und da habe ich doch gerade direkt schon, jawohl, das Custom-Item gesehen. Diesmal wieder direkt beim ersten Mal geklappt. Nämlich erhalten wir den Heustab. Huch, der ist ja mega riesig. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Wenn wir den rechts klicken, hat er wieder eine coole Fähigkeit. Zack, oh Gott. Wir können hier einfach wieder irgendeinen Laser oder sowas schießen und da, wo das Ganze einschlägt, wird alles zu Weizenblöcken verwandelt und lauter Essen wird gedroppt. Das ist natürlich cool. Vor allem die goldenen Äpfel hier gefallen mir. Aber ist hier sonst noch was Spezielles dabei? Da wären goldene Karotten. Das wäre natürlich die beste Nahrungsquelle. 22 Stück. Kommt, da gönnen wir uns einfach nochmal ein paar mehr von. Uiuiui, ich habe so ein Gefühl, das sollte ausreichen an Essen für dieses Video. So, Leute, und ihr kennt mich, es ist ja mittlerweile schon hier irgendwie eine Tradition in den Challenge-Videos geworden. Jetzt wird natürlich nochmal das ganze Village hier hochgesprengt. 2000 Jahre später. Bam, Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ein komplettes Dorf, einfach nur aus Heublöcken, ja. Damit hatte ich jetzt auf jeden Fall schon mal genug Spaß hier mit diesem Heustab. Und wie gesagt, eigentlich wollte ich auch noch ein bisschen mit Villagern traden, nämlich eigentlich vor allem für einen Bogen, damit wir uns auch in den Nether machen können. Deswegen, ich gehe hier einfach nochmal ein zweites Dorf suchen. Ja. Jawohl, Leute, und während ich das im Hintergrund mache, lasst unbedingt mal ein Like auf diesem Video da und abonniert den Kanal, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Ohoho, let's go, was sehen meine Augen denn da hinten? Moin, was geht, Kollegen? Hier haben wir direkt einen Farmer, der kommt nicht perfekt, weil er keinen Weizen für Emeralds tradet. Aber vielleicht dafür der Kollege hier. Nee, und du? Oh mein Gott, let's go, du bist mein Retter. Weizen habe ich nämlich zufällig tatsächlich ziemlich viel auf Lager. Ja, 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 mein Freundchen. Guck mal hier. Zack, 12 Stück. Hier ist auch noch ein Eisengolem. Oh Gott. Nein, 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 mein Freundchen. Ey, das war richtig knapp. Ich glaube, ich hatte nur noch 3 Herzen. Ne? Auf jeden Fall, Leute. Wenn der Kollege da 5 Eisen droppt, dann können wir damit einen Eisenblock craften. Und den können wir tatsächlich auch aufschneiden. Deswegen, komm schon. Du musst bitte einmal ein absoluter Gönjamin sein. Und Leute, irgendwie sieht das nicht wirklich viel aus. Nee, toll. Es waren nur 3 Eisenbarren. Naja, vielleicht spawnt ja gleich noch ein zweiter Kollege. In der Zwischenzeit kümmern wir uns einfach einmal um Pfeil und Bogen. Deswegen bin ich ja eigentlich auch überhaupt hierher gekommen. Boah, 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 boah. Let's go. Dann gönnen wir uns zuerst die ganzen Pfeile und reichen 3 Emeralds, um jetzt noch einen Bogen zu kaufen. Jawohl, wir brauchen sogar nur ein. Bam. Und damit sind wir doch auf jeden Fall bereit für den Nether. Davor würde ich aber gerne, wie gesagt, noch einmal hier irgendwie einen Eisenblock zusammenbekommen. Ist hier irgendwo ein neuer Golem gespawnt? Es sieht nicht so aus, aber da hinten habe ich doch noch einen Rune Portal gesehen. Komm schon. Wenn wir Glück haben, sind hier auch nochmal fleißig Iron Nuggets drin. Ja, wir kommen auf insgesamt 18. Let's go. Und das reicht perfekt aus für 2 weitere Eisenbarren und damit perfekt für 1 Eisenblock. Dann war hier außerdem noch ein goldener Apfel drin. Huch, den sollte ich natürlich nicht vergessen. So, und jetzt wird es wieder spannend. Wir zücken unser Messer. Katsching. Okay, als erstes einfach nur wieder ein Eisenblock. Als zweites nochmal. Das Custom-Item scheint hier wieder ein bisschen hartnäckiger zu sein. Oh, nevermind. Da haben wir es. Sieht auch einfach nur aus wie ein Eisenblock, aber ein bisschen kleiner und hat irgendwie eine Verzauberung drauf. Okay. Der hat wieder 2 Fähigkeiten. Okay, einmal können wir den rechts klicken. Was passiert da? Huch. Wir verwandeln einfach den Boden unter uns in Eisenblöcke. Ey, das ist ja richtig cool. Okay, damit kann man
man sich auf jeden Fall einfach ganz entspannt hier irgendwie einmal nach oben bauen. Nur natürlich die Frage, wie man wieder runterkommt. Wir machen es einfach mit einem coolen MLG. Katsching. So, soviel zur Fähigkeit Nummer 1. Und jetzt die zweite. Ich glaube, dafür müssen wir sneaken. Ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Das tut mir sehr leid, Pferd. Das wollte ich eigentlich nicht. Auf jeden Fall, wir spawnen hier anscheinend irgendwie eine Art Meteorit, die von oben runterfällt, einschlägt und dann einfach alles in Eisenblöcke verwandelt. Okay, und was mir gerade mal auffällt, das mit den Booten zu Eisenblöcken verwandeln, ist natürlich auch mega praktisch für den Nether. Da werden wir einfach ganz entspannt über die Lava walken können. Ja, und in dem Sinne, es wird nicht lang gefackelt. Ich suche direkt mal einen Lavasee für uns und dann wird es auch mal Zeit, dass wir hier ein bisschen Progress in Richtung End machen. Oh, und let's go, Leute. Schaut mal, da ist schon einer. Kriegen wir hier einmal bitte einen Feuerstein her. Dankeschön. So, und dann geht's auch schon auf in den Nether. Ka-ching. Huch, was ist das denn bitte schön für einen Spawn? Einfach auf so einer kleinen Insel mitten über der Lava. Na, herzlichen Glückwunsch. Zum Glück habe ich hier diesen Iron Orb dabei, mit dem wir uns da gerade nochmal auffangen konnten. Schaut mal, hier habe ich auch schon direkt einen Warped Forest entdeckt. Aber ehrlich gesagt würde ich mich als erstes lieber um das nächste Item kümmern, was wir aufschneiden können. Dabei handelt es sich nämlich um einen Blackstone-Block, welcher eigentlich sonst nicht so schwer zu finden ist. Wir bräuchten einfach einmal das entsprechende Biom, oh mein Gott, oder eine Bastion, wollte ich sagen. Hä? Und jetzt ist da einfach schon eine Festung. Hey, damit bekommen wir jetzt auf jeden Fall da schon mal die Enderperlen und da die Blaze Rods her. Naja, das Custom Blackstone-Item wird sich dann wohl noch ein bisschen gedulden müssen, aber Leute, keine Sorge, hier kriegen wir auch ein anderes her. Nämlich, jetzt wird es richtig verrückt, wir können einfach spawnen aufschneiden. Oh Gott, aber zuerst muss ich mich hier einmal um die ganzen Blazes kümmern. So, 8 Stück. Das hätten wir. Dann wird das Messer gezückt. Und Leute, ich tue es. Zack. Einfach einen Spawner durchschneiden. Bam, da halten wir direkt nochmal ein. Kommen da jetzt auch Blazes raus? Nee, da ist einfach gar kein Mob drin. Auch sehr interessant. Aber wir machen das Ganze natürlich noch ein paar weitere Male. Komm schon, jawohl. Bis wir das nächste Custom-Item bekommen. Das sieht sehr interessant aus. Der Spawner-Blaster. Hohoho. Und ich schätze mal, wenn wir den rechtsklicken, schießen wir irgendwas. Wartet mal, habe ich das gerade richtig gesehen, dass das ein Skelett war? Jetzt beim zweiten Mal ein Zombie, jetzt ein Creeper. Ja, tatsächlich. Ich glaube, wir schießen damit einfach Monster. Wir können hier an den Kollegen ja auch mal den Schaden testen. Der war One-Shot und der auch. Okay, dann haben wir ein weiteres cooles Item. So, und jetzt geht es auch schon zurück in die Richtung zum Warped Forest. Der scheint zwar nicht wirklich groß zu sein, aber für ein paar Endermänner sollte er ja wohl ausreichen. Jawohl, da unten sehe ich schon welche. Moin, Kollege, was geht? Kann ich dich hier mit dem Ding abschießen? Ja, tatsächlich. Und er wurde sogar geone-shottet. Das ist krass. Vor allen Dingen, Endermänner haben ja auch richtig viele Leben. Okay, diese Waffe scheint richtig viel Schaden zu machen. Allerdings gedroppt hat der Kollege leider noch nichts. Naja, in dem Sinne, ich werde hier nochmal fleißig auf die Jagd nach ein paar weiteren Endermännern gehen und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder, wenn ich genug Enderperlen zusammen habe. Top, die hätten wir auch. So, Leute, und schaut mal, was ich da hinten entdeckt habe. Da hätten wir unseren Blackstone. Bob, ein Block brauchen wir nur. Okay, und da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, was wir hier rausbekommen werden. Zuerst starten wir wieder relativ langweilig rein. Katsching, let's go. Aber da ist es auch schon, das Custom-Item. Irgendein Schwert, das Blackstone-Sword. Wenn wir es in der Hand halten, erhalten wir auf jeden Fall schon mal Fire-Resistance. Das ist nicht schlecht. Wenn wir einen Gegner damit hitten, wird er in Blackstone eingesperrt. Okay, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Wir hitten den da und... Oh mein Gott, tatsächlich. Alle die Zombie-Pigments sind jetzt da drin und suffocaten ganz langsam. Oh Gott, und jetzt kommen die alle hier an. Ja, schaut mal, was ich mit euch mache. Okay, damit haben wir jetzt aber alle Custom-Items hier im Nether gemacht und wir haben auch die Enderperlen plus die Blaze Rods. Das heißt, wir können uns einmal ganz entspannt wieder zurück an die Overworld schnipsen. Katsching. So, und hier gibt es jetzt noch zwei weitere Blöcke, die wir aufschneiden können. Einer davon ist der Emerald-Block, den habe ich völlig vergessen. Den hätten wir natürlich auch vorher schon dran holen können, bevor wir in den Nether gegangen sind. Aber ja, ist jetzt nicht schlimm. Ich bräuchte hier auf jeden Fall einmal ein paar Farmer zum Traden. Hier ist der Kollege von vorhin. Einmal bitte die Emeralds hergeben. Danke sehr. Und dann wird es auch schon Zeit für das nächste Custom-Item. Das werden wir jetzt wieder beim ersten Mal bekommen. Ich spüre es. Zack. Tatsächlich, sogar auf Ansage. Die Emerald-Flasche. Okay, sieht sehr interessant aus. Ich werf sie einmal. Was passiert da? Oh mein Gott. Okay, hier spawnen lauter OP.
PvP-Items wahrscheinlich und der Boden wird zu Emerald-Blöcken verwandelt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir so dabei? Ein paar Dia-Tools, noch eine Dia-Spitzhacke, aber die Verzauberungen sind jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. Komm schon, ein bisschen Rüstung wäre noch ganz cool. Oh mein Gott, jawohl. Das hier sieht schon deutlich besser aus. Eine Dia-Hose mit Protection 2, lecker. Ein Dia-Helm gibt's auch noch dazu. Da ist noch ein Dia-Block. Let's go. Und so schnell kann's gehen. Da sind wir auch schon full Dia. Schaut mal, Leute, ich habe hier sogar ein Eisenschwert mit Looting 3 bekommen. Das hätte ich mal gerade eben bei den Blaze Rods und den Endermännern gebraucht. Aber ja, jetzt ist es zu spät. Und Leute, ich würde sagen, damit sind wir jetzt bereit, uns auf zum Stronghold zu machen. Ein letztes Custom-Item fehlt noch, aber dafür müssen wir sowieso in eine Höhle rein, nämlich in eine Dripstone Cave. Und ich hoffe einfach, dass wir die irgendwie auf dem Weg finden werden. Ne? Deswegen, ich mache uns hier einmal fleißig Enderaugen, werf das erste Ding und es geht in diese Richtung hier. Komm schon, weit kann es nicht mehr sein. Jawohl, es geht zurück. Meinen Berechnungen zufolge müssen wir uns genau hier einmal runterbauen. Das machen wir natürlich mit der coolen Spitzhacke. Beziehungsweise nicht vergessen, Leute, wir suchen hier auch noch eine Dripstone Cave. Danach schön Ausschau halten. Okay, bis jetzt habe ich keine gefunden, aber hier ist der Stronghold. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Nee, aber sieht gut aus. Portalraum ist noch da. Kein einziges Auge steckt drin. Na, herzlichen Glückwunsch. Bob, 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 bob. So, Leute, und ich sage nochmal, wir sind hier immer noch nicht fertig. Wir können da noch überhaupt nicht rein. Wir müssen zuerst noch das letzte Item in der Dripstone Cave ranholen. In dem Sinne, ich weiß nicht, was ich da jetzt großartig machen soll, außer einfach so lange mich in eine Richtung zu graben, bis ich eine gefunden habe. Deswegen, Leute, genau das mache ich jetzt auch. Irgendwann später. Oh mein Gott, Leute, endlich. Ey, das hat 1000 Jahre gedauert. Hier haben wir endlich eine. Ich hoffe, das letzte Item ist da jetzt nochmal etwas ganz Besonderes. Okay, wieder direkt einen Blaster. Der Dripstone Launcher. Right click to shoot. Das machen wir doch einmal. Okay, wir schießen diese Dripstone Steine. Sehr interessant. Ja, müssten wir halt mal an Mobs testen. Aber jetzt darf ich zuerst einmal den ganzen Weg zurücklaufen. Ne? Da wären wir auch schon. So, hier wird nicht lang gefackelt. Es laggt die ganze Zeit mega wegen den ganzen Blöcken. Wir springen direkt ins Portal. So, und hier werden wir den jetzt einfach einmal an den Endermännern ausprobieren. Zack. Oh mein Gott, man kann die damit tatsächlich treffen. Ne? Nicht schlecht. Die sterben sogar nach 3 Schüssen. Okay, das Ding macht auch sehr viel Schaden und vor allem, schaut mal, die verstehen gar nicht, dass ich es bin, der sie angreift. Mega, mega cool. Ich habe so eine Vermutung, dass wir damit auch gut auf die Türme schießen können. Ne? Komm schon, klappt das Ganze? Jawohl, okay, dann können wir die damit alle easy ausschalten. Ne? So, Leute, let's go. Und damit ist das Einzige, was noch zu tun bleibt, den Enderdrachen einmal zu besiegen. Kommt, auf den will ich auch direkt mal versuchen, hier mit dem Launcher zu schießen. Treffe ich ihn? Jawohl. Oh, Leute, er ist dabei, runterzukommen. Kommt, dann setzen wir auch mal wieder diese Fähigkeit hier ein. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Okay, man muss natürlich auch treffen. Komm schon. Bam. Oh mein Gott, das hat auch viel Schaden gemacht. Dann, was haben wir hier noch? Den Mob-Launcher. Zack. Der macht natürlich auch richtig viel Damage und den können wir auch so einfach mal einsetzen, wenn er hier am Rumfliegen ist. Zack. Das war ein guter Sniper-Schuss. Der hier wird auch treffen, jawohl. Jetzt hat er nicht mehr viele Leben und gerade kann ich ihm auch sehr gute Schüsse hier mit dem Ding geben. Komm schon, Leute, das war's gleich. Er ist wieder am Perchen. Huh? Never mind. Er backt dann ein bisschen in der Luft. Egal, wir werden es einfach mit dem Dripstone-Launcher einmal beenden. Zack. Das war es auch schon mit ihm. Eieiei, und schaut euch mal an, wo das Enderdrachenei gespawnt ist. Einfach hier oben auf den Eisenblöcken drauf. Ich glaube, das sollte eigentlich nicht so sein. Aber hey, damit war das Ganze hier auf jeden Fall eine mega coole Challenge. Hier seht ihr nochmal alle Custom-Items. Schreibt mal in die Kommentare, welches ihr am coolsten fandet. Mein Favorit sind auf jeden Fall der Spawner-Blaster und hier dieses Blackstone-Schwert. Falls euch dieses Video hier zum Schluss gefallen hat, lasst natürlich unbedingt ein Like und ein Abo da. Und damit war es das auch schon für heute. Jawohl, und falls du nur noch mehr von sowas sehen willst, kannst du dir jetzt das angezeigte Video anschauen, in dem ich versucht habe, Minecraft in der Steinzeit zu überleben. Viel Spaß dabei!